Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns. Ich bin der Olli und das hier ist eine neue Folge Aufmachen. Wieder eine etwas kürzere Folge, denn ihr habt es schon gesehen, es gibt zwei Päckchen zu öffnen diesmal. Hatte ich ja auch im letzten Aufmachen angekündigt. Und schnacken wir nicht lang, sondern machen uns direkt ans Öffnen. Hier muss ich wieder gucken, wie es geht. Die haben das zwar immer so schön verklebt, aber ich sehe immer keine Lasche zum Ziehen. Deshalb muss ich die immer so aufreißen. Ich bin auch nicht blind, ne? Nee. Ist halt nicht vorgesehen. Oh Gott, komm, ich nehme einfach doch die Schere, die ich mir vom letzten Mal noch hier hingelegt hatte. Opa. So, dicke Pappe, meine Güte, die sind gut verpackt, die Dinger. Ah, okay. Doch mit dem Finger dazwischen, dann geht's. Meine Herren. So, es ist offen. Und hier drin haben wir zwei Hörspiele von Rebuy. Die sind wieder zusammengeklebt. Also, Packung. Karton leer. Jetzt, das kriege ich nicht hin, ohne zu gucken. Ah, okay, nee, sie sind mit Papierstreifen zusammengepackt. Das ist immerhin vorbildlich, ne? Weniger Plastik und so. Also, erstmal wieder für euch. Ich habe hier einmal Das schwarze Auge, die Geweihten des Totengottes, Folge 3. Eine Serie, die ich auch noch nicht gehört habe. Ich glaube, es gibt so um die 17 Folgen bisher. Ich besitze Folge 1 bis jetzt nur, also jetzt Folge 1 und 3. Ich muss mir die anderen nochmal besorgen. Also zumindest die zweite noch, damit ich so drei Folgen habe, falls es dann gut sein sollte. Aber ich habe viel Gutes darüber gehört, damit ich die da ein bisschen nacheinander hören kann. Ich gucke immer, dass ich die ein bisschen günstiger kriege, weil die kosten neu 8,99, glaube ich, hier bei uns im Elektronikfachmarkt. Und selbst bei Rebuy sind die relativ teuer für gebrauchte Hörspiele. Also die hat zum Beispiel, glaube ich, 3,99 gekostet. Aber halt, ne? Kleinvieh macht auch Mist, ein paar Euro gespart. So, dann, jetzt habe ich schon, ich weiß ja eh, was es ist. Und die andere CD ist Abseits der Wege, Kapitel 6, Erloschen, glaube ich, ne? Jawohl. Die hat mir schon ewig gefehlt. Ich habe die ersten 5 Folgen Abseits der Wege schon hier. Und ja, die 6. habe ich damals irgendwie nicht bekommen und habe immer mal wieder geguckt, dass ich sie irgendwann kriege. Und jetzt war es halt der Fall, dass sie bei Rebuy wieder verfügbar war. Und da habe ich mir die mitgenommen. Ich kann noch nicht viel zu diesem Hörspiel sagen. Ich weiß nur, es ist ein Fantasy-Hörspiel. Wird gerne mit Herrn der Ringe verglichen manchmal. Aber mehr weiß ich halt noch nicht. Es sind halt 6 Folgen und es ist abgeschlossen damit. Ich finde die auf jeden Fall sehr schön gemacht. Die haben sehr schöne Cover-Illustrationen. Und hier auch, man sieht es ja vielleicht, so einen folierten Schriftzug. So Golddruck, sage ich mal, ne? Also sieht ganz edel aus. In edel und schlicht. Und ja, da bin ich mal gespannt. Das ist auch Folge 6. Nicht, dass wir die falsche Serie reingepackt haben. Jawohl. Ja, dann kann ich die endlich mal in Angriff nehmen. Und wenn ich da mal reingehört habe, dann wird es da irgendwann auch eine Folge Hey Listen geben. Ist auf jeden Fall der Plan. So, jetzt habe ich mich sehr lange mit 2 CDs aufgehalten. Deshalb gehen wir direkt weiter zu einem Päckchen von einem bekannten Online-Versandhandel. Auch da klappt das Aufreißen jetzt nicht ohne Probleme. Die Lasche ist abgerissen, aber so, jetzt haben wir es. Da dürften auch 2 Sachen drin sein. Genau, einmal ein Film. Leute von euch, die hier Hollywood, meine Diaries gucken, die wissen, dass ich letztens OSS 117 gesehen habe. Die ersten beiden Teile von bisher 3. Einmal aus dem Jahr 2006, einmal aus dem Jahr 2009. Und dann gab es 2019 einen dritten Teil. Und den habe ich mir jetzt auf Blu-ray bestellt. Und zwar OSS 117, Liebesgrüße aus Afrika. Wieder mit Jean Dujardin in der Hauptrolle. Und ja, da freue ich mich drauf, weil die ersten beiden haben mir sehr gut gefallen. Ist halt so eine James-Bond-Parodie für alle, die noch nichts von mir dazu gehört haben oder es nicht kennen. Der erste Film spielt in den 50ern, der zweite in den 60ern. Und dabei wurde auch die Ästhetik oder die Machart der Filme aus dieser Zeit jeweils aufgegriffen. Und ja, mal gucken. Dann wird das hier vielleicht in den 70ern spielen. Steht hier jetzt nicht, aber ja. Ich lasse mich mal überraschen und da werdet ihr dann in Hollywood auch was zu hören, denke ich. Und das letzte Item beim Aufmachen, natürlich auf dem Kopf, Masters of the Universe
Kampf um die Zauberrüstung, der sechste Sammelband der alten Ehapa-Comics aus den 80ern. Hier schön in Hardcover, qualitativ hochwertig, neu aufgelegt, kostet 19,90 ein Band. Und ja, der sechste fehlte mir jetzt noch. Habe ich jetzt endlich mal nachbestellt. Der nächste müsste auch schon bald kommen wieder. Und ich glaube, mit 8 Bänden ist das Ganze dann abgeschlossen. Und dann stehen die bei mir nebeneinander im Regal und warten darauf, irgendwann mal gelesen zu werden. Einige davon kenne ich noch aus meiner Kindheit. Und andere halt nicht, weil ich hatte nur ein paar Hefte damals. Hier sind immer 3 Hefte in einer Ausgabe drin. Für Masters of the Universe Fans, die es vielleicht interessiert. Ne? Wobei die richtigen Fans kennen das wahrscheinlich und haben das auch schon zu Hause. Aber egal, wenn ihr es noch nicht bekannt habt, jetzt kennt das. So, dann war es das auch schon mit einer, wie gesagt, etwas kürzeren Ausgabe aufmachen. Denn ich kaufe jetzt momentan keine neuen Spiele mehr. Also ich werde mich jetzt auf Retro-Kram erstmal beschränken, weil ich meinen Backlog abarbeiten möchte. Und Retro-Spiele habe ich jetzt in letzter Zeit bei eBay kein Glück gehabt, aber jetzt Anfang März steht die nächste Retro-Börse, der Day of Retro Gaming in Herten auf dem Kalender, auf dem Plan so, und da bin ich auch wieder vor Ort und ich denke mal, spätestens da werde ich das ein oder andere Retro-Game in die Finger kriegen und dann mitnehmen, und das werdet ihr dann in irgendeiner Pickup-Folge sehen. Vielleicht mache ich wieder ein extra Video zu der Börse, das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich da ein bisschen filme diesmal und dann dazu, wie gesagt, ein extra Video für euch mache. Ja, das soll es gewesen sein. Für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, sage ich, wie immer, danke fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.